Und wir waren ja hier stehen geblieben. Was hat viele Löcher, aber kann trotzdem ganz viel Wasser in sich haben? Tja, was ist das? Eine Gießkanne. Ah, wie heißt das? Watering Can. Watering. Nee. Hä? Wir dürfen ja keine Leerzeichen drin haben, keine Sonderzeichen und sowas. Dann vielleicht. Was kann denn viele Löcher haben? Eigentlich kann alles viele Löcher haben. Was kann viele Löcher haben? Das ist echt eine schwierige Frage. Ich habe die irgendwo schon mal gehört, aber ich weiß die Antwort leider nicht mehr. Was kann viele Löcher haben? Aber kann trotzdem ganz viel Wasser in sich haben. Water? Wenn man da reinspringt, weiß ja nicht. What is full of holes, but can still hold lots of water? Moment. Bekannte Löcher möchte ich leider nicht sagen. Auch nicht. Ich will mal dieses Sandstück wegkriegen. So. Was kann denn noch viele Löcher haben? Vielleicht heißt, ich weiß gar nicht. Es gibt wahrscheinlich ganz viele Wörter für. Scheiß drauf. Ich guck erstmal nach, was Gießkanne heißt. Übersetzer. Gießkanne. Von Deutsch auf Englisch. Watering Can, sag ich doch, aber es gibt's nicht. What is full? Ach, das wurde schon öfter gegoogelt. Lol. Okay. Irgendwie mit ein bisschen Minecraft-Logik. Minecraft ist ja so logisch. Hätte man da drauf kommen können. Ups. Aber ich bin nicht drauf gekommen. Sponge. Das ist doch klar eigentlich. Also das. Wie kann ich jetzt antworten? Hä? Sponge. Was ist denn falsch? Muss ich das jetzt einmal füllen damit? Muss ich das jetzt echt füllen damit? Sponge. Ich füll's einfach mal damit. Es passiert nichts. Unter der Kiste ist auch kein mir bekannter Hopper. Groß- und Kleinschreibung habe ich doch eigentlich auch beachtet. Also, Umschreiben ist halt nochmal klein. Aber eigentlich müsste das jetzt richtig sein. Da fuck. Ich glaube, es sollte hier eigentlich jetzt eine Tür aufgehen. Ich habe ja sogar gegoogelt, aber vielleicht sind die Hopper voll. Die Hopper waren voll. Ja, das war eben gefixt. Jo. Das war jetzt nicht so schlau. Jetzt können wir es auch lösen. Sponge.
Was denn jetzt noch? Ich mache jetzt noch mal eins mit einem großen S. Was willst du noch von mir? Mensch. Eigentlich sollte das funktionieren, aber... Der Hopper stößt irgendwie kein Signal aus, wenn da was reinkommt. Warum kann ich die jetzt nicht mehr stacken? Egal, ich werde es nochmal eben umbenennen. In das große S. Und da einfach mal alle reinpacken. Ich glaube, da braucht man auch ein paar für. Ja, man braucht ein paar mehr, okay. Ich muss halt jetzt mal wieder das machen, aber ich hatte es ja an sich nicht gelöst selbst. Uff, das war knapp. Level 17, ich vermute mal, man muss einfach den Wasserfall und das war mein Handy, tut mir leid. Wir schwimmen einfach mal den Wasserfall hoch, bringt bestimmt was. What's black, white and red all over? Was ist schwarz, weiß und rot insgesamt? Eine Zeitung, ein Penguin in irgendwas. Zebra mit Sonnenstich. Ein Yingling-Zeichen mit roter Farbe drauf. Ein rot, schwarz und weißes T-Shirt. Ah, oh, das ist so mies, dass man da hochschwimmen muss. Okay, sonst wäre es aber auch ein bisschen einfach. Können wir einfach rumraten. Ich weiß die Newspaper, ich weiß nicht, wie die da aussehen. Ah, ein Pinguin mit sonst was. Make this number 27. There may be multiple ways to do this, but you have to do this. It may will open. Ach, keine Ahnung. Man soll einfach die Nummer 27 irgendwie machen. Okay, wir haben hier die 17. Ich würde mal sagen, die machen wir schon mal an. 22, 25. Haben wir eine 2? Nein. Okay, dann wär's schon erstmal mit. Oh, hier gibt's noch mehr. 8. 13. 22, 27. Ey! 8? Kann ich nicht mehr rechnen. 8 plus 9 sind 17. Warum sind nur zwei Schalter umgelegt? 17, 2. Warte mal. 21, 27. I have no idea, Lever. Ja, das ist doch die Zahl 27. Okay. 9. 15, 23, 27. Mann! 9. 13, 21, 27. Was mache ich denn falsch? Der kostet Mios. 5, 3, 9, 4 und 6. Ich habe 27 rausgehabt. Könnt ihr mich erzählen? 5, 3, 9, 4, 6. Und 6. Jungs. Level 19. Gleich haben wir es. Das muss man hier schaffen. Hier gibt es gar keine Aufgabe. Hey. Ich komme da gar nicht durch.
was irgendwie. Genau, so hatte ich mir das gedacht. Muss ich den da reinbekommen? Nee, da ist doch ein Sandblock. Hier sind so Kack-Barrier-Blocks. Ich komme hier nicht weiter. Kommt schon. Ich will nicht wieder rumraten. Das ist blöd. Ist hier irgendwie ein Bus da oder so? Ah, okay. Immerhin haben wir ihn jetzt mal bewegt. Ich hab den zugeschoben. Vielleicht wenn die ganze. Oh. Lol. Oh nee. Das hat gerade eben nicht funktioniert. Oh. Können wir hoch? Ach super, das ist nur zum Zurückgehen da. Ach, man kann ja auch durch. Lass mich mal durch. Das ist wohl falsch, da durchzugehen. Okay. 25. Das heißt nur noch 5 mit ohne den. Ach man. Ich freue mich. Okay, dann mache ich jetzt einen kürzeren Part, weil wir das wahrscheinlich. Ich möchte aber hier jetzt irgendwie noch wissen, wie das weitergeht. Nee. Hä? Bin doch nicht komplett dumm. Ach man. Das muss schon offen sein. Hat das jetzt was geändert? Ich glaube nicht. Vielleicht kann man mit. Irgendwie müssen wir diese Tür da aufbekommen. So geht's ja nicht auf. So auch nicht. Ach, ich dachte, hier wäre ein Lever, aber das war mal noch rum. Ah! Tricky. Tricky, tricky, aber nicht tricky genug. So und. Oh. Oh doch, mal kaputt. Nice, da haben wir es auch geschafft. Dann mache ich hier im nächsten Part weiter. Ciao.